Yo, hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Projekt oder beziehungsweise zu einem neuen alten Projekt. Und zwar Let's Play Minecraft, das Ganze diesmal hier bloß mit einer 10-Minuten-Folge, weil das die Einführung von Staffel 2 ist. Wie gehen wir mal, also nimmst du die 2753 ein. Jetzt bildet sich das Terrain, also es kann am Anfang noch etwas laggen. So, ja, das Ganze dürfte aber jetzt nicht. Okay, es ist doch ein bisschen dolle, aber es geht noch halbwegs. Ja, warte mal, erstmal, bis sich das Terrain ein bisschen aufgebaut hat. So. Ja. Übrigens, mit diesem Seed-Feature solltet ihr in der Lage sein, auch die Welt genauso zu generieren, wie ich sie gerade im Spiele. Es leckt so unheimlich, weil ich mich gerade in Richtung Insel aufmache und weil dieses Feld noch gar nicht generiert ist. Und deswegen starte ich hier gerade mit ungefähr 10 FPS rum. Naja. Lass mich nochmal ganz kurz was einstellen. Und zwar darf ich, glaube ich, das Setting drinnen. So, ich mache das mal auf Fast. Weil halt. So. Passt auch ein bisschen besser zu den Bäumen, muss man ehrlich sagen. Und die Wolken sind nicht so dominant. Fehlt zwar jegliche Transparenz jetzt, aber ist doch Wayne. So. Dafür haben wir Smooth Lightning. Und ich meine, hey, Smooth Lightning. Warte mal, lass mich andersrum machen. So, jetzt haben wir Transparenz, aber kein Smooth Lighting mehr. Ist doch auch Wayne. Früher kamen wir auch so durch. Und von daher möchte ich das hier jetzt praktisch an meine ersten Parts widmen. Mit all diesen Einstellungen. Und ja. So. Das ist fail. Kommst du runter? Dankeschön. Gut, das Einzige, was wirklich jetzt komplett neu ist, ist die Welt und die Musik, die jetzt hier gerade im Hintergrund gespielt wird von einem Pianisten. Und ich meine, hallo. So. Gut, wir haben 17 Holzblöcke. Jetzt machen wir uns so langsam mal auf die Suche nach einem Unterschlupf. Eigentlich könnte ich ja noch weiter. Hallöchen Eisen. Eigentlich könnte ich mir ja sogar noch. Hallo Cave. Noch ein bisschen vom Creeper wegrennen. Gib mir mal ein bisschen Erde, damit ich den da bisschen einfärchen kann. Weil ich habe keinen Bock, dass, wenn ich mich an die Erde da so ein bisschen rantraue, dass dann der Creeper auf einmal hier Lust hat, sich hochzujagen. Wie so ein Al-Dschihadi. Ja. Ist ganz schön unschön. Was für eine Logik. Na komm. Ha! Perfekt, ohne irgendwas Wichtiges in die Luft zu jagen, ist er explodiert. Die Kohle ist noch da. Von daher craftet sich jetzt mein netter Tux hier eine Workbench. So. Besser gesagt ein Crafting Table. So. Und einige Stickies. 44 sollten für den ersten kleinen Abbau reichen. Huch, ich brauche ja noch eine richtige Pickaxe. Mache ich mit zwei Steinen. So. Huch. Na, kommst du. Dankeschön. Und es läuft, muss ich mal ganz ehrlich sagen, es läuft erstaunlich gut. Vorher lief es gar nicht. Muss ich erstmal meine Festplatte ein bisschen leerrollen. So, und ich muss auch ganz kurz erwähnen, dass die Let's Play-Seite im Moment down ist. Das liegt am Domain-Hoster. Der hat anscheinend irgendwelche Probleme mit seinem Server. Und ja, deswegen ist es jetzt vorerst mal down. Kommt aber sicherlich irgendwann mal wieder. Also,
nicht in Panik schreiend rumrennen. Die Seite wird wieder kommen. 100 Pro. So, jetzt kann ich mir erstmal 17 Fackeln basteln. So, 17 Vierer-Stacks an Fackeln. Und hier mal die Höhle ein bisschen ausleuchten. Weil die wirklich verdammt groß ist. Oh, das spielt Far From Home. Nice. Ich mag das Lied irgendwie. Ist ein bisschen traurig, aber es ist ganz nett. Und da unten scheint Lava zu sein. Jasor. Und mehr Kohle. Hey, wir haben ja hier einen perfekten Start erwischt. Und ein Skelett. Nein, 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 du dummes Schwein. Ich mag nicht zu dir reinkommen. Nein, nein, nein. Hey, ich kann mir sogar ein Steinschwert basteln. Eins. Ich meine natürlich zwei. So. Dann stochen wir mal ein bisschen das Skelett. Da kommst du her. Nein, bleibst du da? Halt, das wäre jetzt ganz schön dumm. So. Stochen wir erst ein bisschen. So. Alles klar. Und für diejenigen, die halt sagen, ey, das ist ja voll pussy-like, ist mir sowas von scheißegal. So. Ich spiele das Spiel so, wie ich es möchte. Hey, vielleicht, ja, wir kommen hier gerade in unser erstes Schießpulver. Und das war jetzt auch schon die Höhle. Zumindest dieses Ende der Höhle. Und ich glaube, ich muss mir da gar nicht so große Sorgen drüber machen, dass hier wirklich Monster reinkommen. Weil ich ja out of view range bin. Dann kann ich es mir hinten so langsam gemütlich machen. Wobei ich natürlich gerne noch ein Holzhaus hätte. Wir hausen zuerst mal in die Höhle und dann bauen wir uns ein Holzhaus. Kompromiss. So. Okay, bisschen Kohle brauche ich noch. Damit ich auch gleich nochmal einen Ofen, den ich gleich bauen werde, in Betrieb nehmen kann. Um das Eisen einzuschmelzen, um damit dann Eisen-Items zu craften. Oh, wenn wir vom Eisen sprechen. Übrigens, für diejenigen, die es, die Minecraft gerade eben erst anfangen, ihr solltet unbedingt mal ein paar Erdblöcke mit in euer Inventar stecken, damit ihr, damit ihr auf jeden Fall, falls ihr mal höher gelegenes Eisen findet, dass ihr das dann direkt abcraften könnt, ohne dass ihr dann Cobblestone verwenden müsst. Boah, meine Nase geht gerade mit ab. Damit ihr nicht so viel Cobblestone verwenden müsst. Damit ihr das halt eben dann nicht 3 Minuten dann rausruppen dürft. So. Und oh nein, habe ich gerade eben einen Begriff geklaut. Ja, habe ich. Cry me a river, bitch. So. Mal schauen, was da unten ist. Ein Creeper! Holy moly! Holy Jesus! Das war knapp! Puh! Okay, die Creeper scheinen uns immer noch zu lieben. Daran hat sich nichts verändert. So. Und ja, daran hat sich auf jeden Fall nichts verändert. Ich nehme mal besser meine Workbench mit nach unten. Und übrigens, ich werde jetzt nie wieder was offscreen machen. Ihr könnt meine Welt dann, wenn die HP wieder oben ist, also ab ist, könnt ihr sie downloaden. Die neueste, ich habe da auch einen Mobcatcher eingemacht. Und dann könnt ihr Fun haben. Gut, das war's jetzt auch soweit erstmal von mir. Also, jetzt kann ich wirklich kaum noch was sagen. Weil es ja eh gleich vorbei ist. Leben nicht genau in diesen Sekunden. Bis zum nächsten Mal, Leute. Man sieht sich. Bis dann. Tschö, tschö.